zu jammern. Wir sind fast da. So schwer ist Ethan jetzt auch nicht. Der hat doch schon zwei Finger. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Verloren. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlass den Sterblichen dem Haus Dimitrescu. Ich verspreche euch. Was man nicht tun kann. Lass mich sehen. Du meinst... Schnauze, alle beide! Was? Wo? Ihr wollt doch bloß allein mit dem spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt, ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla, bla, bla. Gut, Hi. Ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gib den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind! Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind, du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd noch größer, wäre. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego! Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Ha. Ich will zu Lycans und Gentlemen! Danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du hörst, Ethan Winters. Los geht's! Nein! Ja. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Hi, Jungs. Verfluchter Mist. Hallo, Jungs. Ja, ja, gar kein Problem. Gut so. Lauf um dein Leben. Wieso gibt es eigentlich keine weiblichen Werwölfe? Kann mir das jemand verraten? Weiter so, Ethan! Du lebst noch? Beeindruckend. Oh, shit. Ja, können wir jetzt... Also darf ich jetzt... Danke, darf ich jetzt mal übernehmen? Ich weiß nicht mehr, was ich machen musste. Ich weiß nur, dass es so richtig dumm war. Ach, hier. Shit. Hallo, Freunde! Beachtlich! Die Geschichten über dich sind also wahr. Ja, ich bin krass. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Hallo? Donna und Moreau wollen unterhalten. Hallo? Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen... Ey, was eine... Ey, wirklich dieses... Also... Das war beim, also beim PlayStation-Ding nicht so. Aber, ja, ich konnte aber nicht F drücken. Lauf um dein Leben! Weiter so, Ethan! Nein!
Doch, doch, da war auch das F. Das F ist immer da. Nochmal rutschen. Das war das Einzige, was... Ich wollte eigentlich nur nochmal rutschen. Du lebst noch? Beeindruckend. Oh, shit. Shit! Beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donna und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Hallo, Hackbraten. Geht doch nichts über frisches Hackfleisch. Boah, es kotzt so an, wie das Soundbalancing ist so ultra scheiße gemacht. Es tut mir so leid, aber das ist so knapp. Oh. Warte, haben die vielleicht Rose? Errungenschaft freigeschaltet. 4 Grafen. Okay, ich hatte nämlich Angst, dass das weg ist, Jan. Gut. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt kommt. Schimmelbrot. Nee. Das dauert noch ein bisschen. Ich erinnere mich an eine Stelle. Ich glaube, sie kommt jetzt gleich. Hallo, Herr Händler. Ich habe auf dich gewartet, Ethan. Hallo. Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles... was man so braucht. Du möchtest etwas kaufen. Mhm. Heute habe ich etwas ganz Besonderes. Was haben wir denn ganz Besonderes? Lernen. Scharfschützenmunition. Ich habe nicht mal ein Scharfschützending. Oh. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Gut gekauft ist halb gewonnen. Werkstatt, Wumms für die Wumme. Warte mal. Danke für deine Treue. Wenn ich jetzt aber die haben will, macht die mehr Schaden. Ich will die haben. Die ist kacke. Die soll ich etwas für dich auswählen? Nee, ich mach schon. Kristallfragment. Nö. Chigi. Schätze. Dankeschön, Dominik, fürs Subgift an Tani. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das, glaube ich, konnte ich verkaufen, richtig? Ich glaube, das konnte ich verkaufen. Ich kaufe das, weil du es bist. Nur, dass du es weißt. Ja, klar.
Dankeschön nochmal fürs Abgift an Hackbraten. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Feuerrad. Das alles. Ich kann mir noch nichts leisten. Außer Nachladegeschwindigkeit. Obwohl, die Feuerrate ging auch höher, okay. Nee. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Kommt. Ja, ja, du mich auch. Ich kann Sachen herstellen. Zweimal Heilung kann ich herstellen. Machen wir auch einfach. Und das machen wir auch. Zu einfach. Mir, wenn du wieder etwas von Wert Schnauze! Findest. Schnauze! Wie kann es sein, dass Standard so viel einfacher ist als Veteran? Hier, kauf dir was Schönes davon beim Duke Luna Lee 1 Herz. Dankeschön, Wacker, für die 100 Pins. Vielen Dank. Dankeschön. Könnte Rose hier sein? Geld, 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 Blüterentzieher. Ich weiß, wo ich bin. Nichts passiert. Guten Morgen! Die Damen, sind sie schon wach? Nee? Okay. Ich glaube, die Ladies schlafen noch. Ich zerstöre mal weiter eure Vasen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Die Damen, guten Morgen! Hm? Ich glaube, die hat nicht gut geschlafen. Ich glaube, die hat wirklich nicht gut geschlafen. Vasalismus. Morgenmantel reicht vollkommen aus. Ja. Go tell Aunt Rhodey. Go tell Aunt Rhodey. Oh, ich liebe dieses Lied. Da ist kein DMCA, das Game. Ich liebe dieses Lied, ne? I was deep dark. Ladies! Mann! Finde der vier Engel Antlitz und du wirst errettet. Suchst du nach Rose? Nein, ich suche eigentlich genau nach euch. Die gehört mir. Die gehört mir. Männliches Blut. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch.
Hey, hey, stopp! Was soll das? Sofort auf! Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Die linke würde ich den Mods geben, die dir jetzt geht, das ist die orangehaarige. Das ist meine. Und die würde ich Chat geben. Dann hat Alice ja sogar, wen sie wollte. Oh, also ich würde dann jetzt hier hängen bleiben und warten, bis sie wiederkommen. War ein gutes Spiel bis dahin. Als ob das halten würde. Das war bei Outlast schon so unrealistisch. Wieso muss ich eigentlich mit rechts anfangen? Wieso kann ich nicht mit links anfangen? Nee, Klebi, du bekommst mit dem Chat die anderen. Die Rothaarige gehört den Mods. Gut, dass da kein Finger mehr im Weg war. Die sind doch völlig krank. Okay, jetzt sag mir eine einzige Person, okay? Die Szene mit den Ladies so schlimm fand. Also, wirklich horrormäßig. Da war doch jeder einfach nur so... Wo guck ich als erstes hin? Oder? 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 Ich war eher entzückt. Eben! Also... Soll ihr Weinglas verkaufen? Du verkaufst auch die gefundenen Schlüppis von ihr, oder? Ich habe keinen Schlüppi gefunden, leider. Boah, das Schloss ist so schön, ne? Ich habe immer noch keinen Dietrich. Mann, Marlene, wo bist du? Mädchen bei der Ernte. Klar, die tanzen da auch immer so. Wofür sind die Gabeln? Sind da noch Stückchen von ihren gesaugten Menschen? Worauf würde ich bezahlen? Jeder wollte von der Lady ausgesogen werden. Ja, ich finde halt die blonde Schwester ist halt so die beste von allen, aber... Also die Lady ist halt... Also die Lady ist halt einfach was ganz anderes. Das ist halt so, wie wenn du fragst, ja, willst du jetzt Korean Barbecue oder möchtest du einen Schokokuchen? Da sage ich beides, weil... Korean Barbecue ersetzt keinen Schokokuchen und Schokokuchen kein Korean Barbecue. So. 10 Millionen kaufen. Nee. Das ist okay. Oh. Heisenberg war hier. I was raised in a deep prison. Da 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 da. Welche ist das? Welche von den Schwestern? Ich finde es so lustig, dass die so ganz anders aussehen als diese Bilder da, aber gut. So, bevor ich das wieder vergesse, nicht wahr? Ja, Korean Barbecue ist Liebe. Aber wie viel Zeug ist denn hier? Okay, da gehe ich jetzt noch mal kurz nicht hin. Klack, 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 klack. Oh. Dem Schießpulver nur 10. Gut. Okay,
Okay, jetzt sind wir wieder hier. Blut mit Senf. Wow. War das nicht auch so? Das war oft so? Wo haben Sie Rose hingebracht? Ich find's gut, dass der überhaupt nicht irgendwie zu laut reagiert. Hallo, Herr Duke. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Siehst du mein Baby auf dem Arm oder was? Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Also ich weiß nicht, ob die Dimitrescu-Frau so der mütterliche Typ ist, aber hey. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Kann ich jetzt irgendwas Cooles machen? Ich weiß halt nicht, ob ich das machen sollte, weil ich habe ja das andere. Oder ob ich gleich hierhin halt gehen sollte, wisst ihr? Ich weiß es halt nicht. Beachte mich gar nicht. Mann, das ist so schön. Kann ich ihm einfach die Lemi verkaufen? Wobei, wenn ich die aufwerte, ist sie besser als die Lemi. Und die kann ich halt nicht aufwerten. Ist, glaube ich, schwer, ein Baby zu füttern, wenn die Theke doppelt so groß ist wie das Baby. Ja. Ich glaube auch. Wenn ich jetzt nämlich schon, also, warte. So, dann werde ich schon besser. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Hm. Ja, danke für deine Treue. Schrei mir nicht so ins Ohr, bitte, ja? Ja. Und hier kamen wir ja. Das heißt, da gibt's auch keinen Loot mehr, so wirklich. Ich habe jetzt ein Ohrwurm, hört auf. Das Lied wird nie wieder weggehen. Wirklich, also Aunt Rhody ist einfach der schlimmste Ohrwurm der Welt. Der geht einfach nicht mehr weg. Nie wieder. Der bleibt für immer. Real Talk und so. Okay. Hier waren ganz viele Vasen, die ich alle brauchen werde. VR nochmal. Wenn ich bis dahin halt VR, also hab und so. Also. Aber ich glaube, da braucht man die PlayStation VR. Kein Lied. Das finde ich nicht so schlimm. Das ist so eine halbe Stunde und dann hat man es wieder vergessen. Also zumindest bei mir. Ich kenne ein Lied. Nervt alle. Ich kenne ein Lied und das nervt alle. Ich kenne ein Lied und das geht so. Zwei Tage im Kopf und du wirst nicht los. Oh, okay, das ist hart. Aber jeder ist halt auch anders, ne? Danke für die flüssige Chemikalie. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau, erlagert in
oder Sanguis, Virginis, ich kann kein Latein, sorry, und auch kein Italienisch. Deswegen weiß ich auch nicht, wie man sie ausspricht. Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Da muss sie hin. Oh, nicht gern. Nicht gern. Boah, ich bin so müde. Selbstgebackene Plätzchen. Es ist noch nicht mal November. Einmal Blut der Jungfrau, bitte. Natürlich, gar kein Problem. Fabela! Nicht immer die Hand. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Das ist okay, du darfst. Ich fessel dich. Nimm mich. Schlitz dich auf. Ja, nimm mich hier. Und seh einfach zu. Nimm mich hier. Wie soll ich denn da wegrennen? Ich will verspeist werden. Wie soll ich denn da wegrennen? Kein Mensch will da wegrennen. So, ich glaube, das war die Stelle, die ich gehasst habe. 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Oh nein. Die Herrin und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. Juni 1958. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. Die leben auch nicht so lange. Es ist noch nicht Weihnachtszeit, es ist noch dunkel. Ein Showdown, wow. 8. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur einen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien. Alle drei, ich solle das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Ah, du, also. Ich finde, das ist es wert. Oder war es die Stelle? Es gibt so eine Stelle, da verliert er noch mehr Finger, wenn ihr wisst, was ich meine. Und da ist man auch unten. Das ist so schrecklich. Hallo. Naja. Die hatte aber auch eine Figur, ne? Die sind nicht für Weihnachten. Okay, es sind keine Weihnachtsplätzchen, dann darf man die essen. Danke. Ich versuche mir gerade wirklich Goatell und Rhodey einfach wegzukriegen. Darf ich dir hinterher? Nein. Okay, die Texturen sind sehr seltsam. Die Texturen sind ein wenig streifig, würde ich sagen. Aber hey. Das ganze Holz ist so streifig. Naja. Sind besser, wenn die Türen so sind. Was? Ich weiß gar nicht, warum, Lurker. Was meinst du denn? Wo muss ich denn push in light? Was? Drauf. Achso, trust in light, push in light. Okay. War das das schon? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss da was machen. Trust in Leid. Ich truste.
versucht es da hinzukriegen, aber irgendwie. Es geht nicht. Jetzt, hä? Das habe ich vorhin genauso gemacht. Viel Erfolg, Dominik. Hey, das habe ich vorhin gemacht. Trust, Push, Rosa, wo ist da der Unterschied? Richtig. Hallo. Okay, das ist einfach nur der Keller. Das ist. Oder war es ein Teil vom Keller, den ich nicht mag? Also der Keller ist auch nicht schön, natürlich nicht, aber. Da klebt überall getrocknetes Blut dran. Ja, da wurde bestimmt kein Mensch ausgeblutet. Nee, nee, das bestimmt nicht. Das würden die Schwestern nicht machen. Die haben ja auch, also. Ich glaube, die mögen ihr Blut lieber frisch. Help me, brother. Babe? Da hatte jemand Verdauungsprobleme? Chat, das ist Schimmelbrot. Schön. Bestanden Irina, Mihaela, Lois, Ingrid. Abgelehnt Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Ludmilla, Rosalinda, Lina, Stefana und Gabriella. Hartes Auswahlverfahren. Schlimmer als Germany's Next Topmodel, oder wie? Oh, welche Melodie ist denn das? Irina, gesunder Appetit. Mihaela, gesunder Appetit. Lois, gesunder Appetit. Ingrid, instabil, teils übertrieben, aufgeweckt. Ihre Bestellung ist da. Genau, when the saints go marching in. Danke, danke. Oh, when the saints. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints. Ja, kommst du jetzt mal. Kommst du jetzt mal her, bitte? Ich würde dich gerne erschießen, Mila Lady. Metallreste. Die letzten zwei gingen daneben, das war nicht cool. Sorry, aber wie viel halten die aus? Die sind ja schlimmer als die. Ey, warte mal. Die sind schlimmer als die Werwölfe, Leute. Jetzt komm hierher. Ja. Ja. Das hat die verdient. Ich muss ganz kurz Nase putzen. Kommt es näher oder bilde ich mir das ein?
Ach, da ist auch jemand gestorben. Ach, das waren drei. Ich wollte mich gerade beschweren, ne? Uah! Der eine ging daneben und der letzte war unnütz. Gut, so kriegt man seine Munition natürlich auch weg, nicht wahr? Obwohl, also ich wollte natürlich die Kiste aufschießen. Ich habe nicht daneben geschossen, ich habe auf die Kiste gezielt. Ja, ja. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob ich mit meiner Muni so gut durchkomme, nicht wahr? Ach so, easy, gar kein Problem. Kommt ihr jetzt oder nicht? Okay, zwei sind unfair. Das Gute ist, wenn ich die eine daneben schieße, dann trifft es bei der anderen. Ist voll schlau. Ah! Nee, nicht du. Du. Oh Gott. Tank und Muni holen, schwierig, glaube ich. Habe ich Ausschlag an der Hand? Habe ich Ausschlag an der Hand? Affenpocken, right? Vielleicht. Zu viele Munis gehen da drauf. Ich verliere zu viel Munis. Hand am Ausschlag. Oh, touché, touché. Die Knarre, wenn man Bums hat, geht's bestimmt. Ja, das Problem ist, das ist nicht die, die ich aufbumsen kann. Ja. Ja, das ist die Stelle. Boah, das habe ich gehasst. Die Stelle habe ich ultra gehasst. Die war echt nicht Cassandra so gut. Kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Mhm. Hallo, Liebste. Hallo, Liebste. Ich will Blut. Warmes, feuchtes, rotes Blut. Gar kein Problem. Wir suchen dir jemand Leckeren, okay? Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Du bist meine Liebste und ich liebe dich, aber... Deine Kugeln können mir nichts an... Du dreckige Missgeburt! Oh. Gib auf! Ich muss die jetzt schon...
Das war immer noch nicht die Stelle, die ich eigentlich meinte. Ich fühle keinen Schmerz. Sicher? Hände runter! Ich ergebe mich hier. Schamloser Kerl. Sagen alle. Yo! Du wagst es, uns herauszufordern? Ich will doch aufgehen! Ey, hallo? Warte mal kurz, ich muss nachladen. Warte mal. Ich stopfe deine offene Kehle mit Würmern. Nee, die war für mich. Das war meine. Ich dachte wirklich nicht, dass das so schnell ging. Nee, jetzt teilen die Mods ihre mit mir. Ja. Jetzt teilen wir die uns. Nur noch ein Viertel so gut. Ein Dreieinhalbstel. Ich muss jetzt kurz looten, weil also ich hatte ja keine Zeit zu looten, weil ich muss ja weglaufen, weil die ja so. Also die hat mich ja geliebt und so. Mit einem Familienfoto kriege ich das wohl nicht auf. Glaube ich. Mods kennen das Wortteil nicht. Doch, kennen sie. Doch, kennen sie. Meine Mods sind lieb zu mir. Ja. Richtig? Boah, locker. Ich fand halt das Puppenhaus viel besser. Es war leider so kurz. Also, ich habe da ganz eindeutig ein Ranking. Puppenhaus, Dimitrescu, Wassermann und Fabrik. Aber mit sehr viel Abstand, die Fabrik. Mit sehr, sehr... Sind das Hunde mit Penis? Sind das Hunde? Das sind Hunde. Ja, jeder hat also schlechte Seiten, nicht wahr? Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Kadaver? Habe ich gerade Kadaver gesagt? Kadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Kadaver? Was auch immer Kadaver ist. Dieser kalte Hund. Nee, der ist über dem Feuer. Ich glaube, dem ist warm. Ich habe keinen Dietrich. Rückstoßkompensator. Teil ausrüsten. Büchsenmacher-Errungenschaft. Was ist jetzt mit der? Untersuchen. Die ist besser als die Waffe jetzt. Okay, wir nehmen wieder die da. Wir nehmen wieder die da. Die hat jetzt 30 mehr Wumms. Also 20 mehr als die andere und aber 30 mehr Wumms als davor. Ja, wir müssen die Waffengröße kompensieren. Ja. Will ich das Schloss hier knacken? Nee, ich will nicht das Schloss hier knacken. Nee.
bin ich. Ich bin hier. War kein Problem. Hab keinen Schlüssel, sorry. Warte, jetzt kann ich Muni herstellen. Schön. Ist hier gar nichts, nur eine dunkle Ecke. Gut. Ich finde halt wirklich krass, wie gut es aussieht. Aber es ist halt so normal geworden. Also, die Spiele haben aufgeholt. Ich weiß noch beim ersten Mal, auch die Demo und so, das war so, what the fuck? Und jetzt ist es aber so normal geworden. Wo war die Schublade? Das ändert sich so schnell. Ja, ja, ja. Ich bin dann eh nochmal gespannt, wenn ich die neue Grafikkarte irgendwann habe, wie extrem halt alles nochmal besser aussieht. Was läuft bei mir auf dem PC? Ja, ich habe auch nochmal nachgeguckt. Resident Evil ist halt einfach krass. Weil die haben empfohlen eine 1080 Ti. Oh, das haben wir nicht. 5. Januar, Rednick. Lieferung. Ein Mann, eins Mann, drei Frauen. 28. Januar, Miranda. Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar, der Duke. Geschäftsgespräch. Wo war das? Zum Dietrichen. Wo war das denn? War das hier? Nee. Willst du die neue Karte auch einen neuen PC dazu? Ja, also. Die Grafikkarte wäre absolut unnütz, wenn ich. Also, da nicht auch andere Teile ersetzen würde, glaube ich. Also. Oh, die kann man aufschlagen. Oh, das habe ich schon offen gehabt. Ich sollte die mal offen lassen. Ich sollte es einfach offen lassen. Ich glaube, es war es in ihrem Zimmer. Es war in ihrem Zimmer, oder? Ne, hier. Hier war's. Hier will ich. Zeig Schlüppi. Kleingangüberwachungsschacht. Ich muss Wasser am PC kompensieren, ja. Ja. Vier Flintenmuni, naja, okay. Geht schlechter. Wisst ihr, wenn man das Survival-Bundle hat, dann hat man von Anfang an einen Dietrich. Das ist total unfair. Das mochte ich an Resident Evil noch nie, dass du dir auch die ganzen Achievements kaufen kannst und dass du dir sonst was kaufen kannst, weil das freischalten kaufen kannst. Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Ja, gut. Willkommen. Hi. Na? Boah, der Zusatzkoffer ist halt schon sexy, okay? Nur eine Frage. Wie viel kriege ich davon? Also 1000 für eine wahrscheinlich, richtig? So, dann machen wir die mal. Komm. Aha. Komm, mach die Waffe bumsen. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Ich verkaufe jetzt einfach alles. Ich weiß, das letzte Mal haben wir so Schiss gekriegt, gemacht und so. Wir verkaufen jetzt alles. Klimpergeld. Was, Klimpergeld? 14.000 nennst du Klimpergeld? Klar. Warum auch nicht? Macht das überhaupt noch Sinn? Lieber das. Braucht auch mehr Wumm. Ja, gut, Feuerrate machen wir auch noch. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Easy. Wir sind jetzt schon. Hals und Beinbruch. Aua, schrei mir nicht immer so ins Ohr.
Anderthalb Stunden? Wir haben schon eine Schwester töten müssen. Mehr Bums spart auch Muni. Eben. Jetzt mehr Bumsen. Ja, die Waffe nicht hier. Glitzert da irgendwas an diesem Kron hundertprozentig, oder? Wo ist das Ding, was ich rausschießen kann? Sollte ich ihm die Waffe verkaufen? Kann man das drehen? Wie mache ich das? Ach, Shift. Gut. Ich glaube, ich sollte... die Waffe verkaufen. Die nimmt nämlich echt viel Platz weg. Gut, ich habe mir Platz gemacht. Gar kein Problem. Hallo, Jäklin. Boah, ich hasse dieses... ich hasse es, wirklich. Boah, ich hasse diese Steuerung. Boah. Ich verkaufe die andere Waffe. Hallo? Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Hm. Hier kommen dann sie. Eine Waffe will gut ausgewählt sein. Ja, auf Wiedersehen. Tschö. Ich muss den Wein abgeben. Hallo, Jelgen. Was, Tetris ist der Horror? Ja. Nee, die Steuerung ist der Horror. Steuerung ist so der Horror. Hallo. Warte, jetzt kann ich nochmal herstellen, ne? Nee, doch nicht. Hofschlüssel. Hä, wir sind viel weiter, als ich dachte, dass, also... Tetris. T-Jennifer, ja. Bin ich auch eher dafür. Hofschlüssel. Wo war nochmal der Hof? War das da, wo ich... Soll ich dich holen? Lady? Ach, da kommst du her, Upsi! Meine Kehle ist so trocken. Ja, ja, das tut mir echt leid. Wirklich. Also tut mir wirklich leid. Entschuldigung, ich musste gerade... Oh, dieser Durst. Hofschlüssel. Oh, hier, oder? Hier, ne? Na, nicht das Familienfoto! Alter. Kommt sie jetzt mit? Nee, ne. Die will nicht mit in den kalten Hof. Da ist ja Licht und so. Das mag sie ja nicht so. Oh. Alter, dieses Twitch Now ist immer da, ne? Obwohl ich halt spiele, nur weil es Fensterbild ist. Es ist nicht der Fensterbild. Fenstermodus ist. Das ist aber nicht bei allen Spielen. Das ist nur bei dem Spiel gefühlt. So. Ich muss, glaube ich, noch mal Pipi. Oh,
ich muss Pipi. Warum muss ich so oft Pipi? Ich lasse euch kurz hier stehen. Hier. Wieso habe ich jetzt einen PlayStation-Controller in die Hand genommen? Bitte sagt nichts, okay? Ich bin halt, also, was soll ich denn tun? Willkommen zurück, eure Zopfigkeit. Oh, da wollte ich gar nicht. Ich wollte doch gar nicht. Lady! Bigger, bigger! Lunali 1 Nase. Dankeschön, Mau, für die 9 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, Mau. Arigato gozaimasu. Wir haben aber auch schöne Fan. Kann ich die kaputt machen? Einfach so? Haha, ihr kommt hier nicht mehr lang, ne? Ich bin krass. Lady würde einen Mini-Rock bestimmt aufstehen. Also, Lurker. Ihr könnt mir gar nichts. Ihr habt nämlich Angst vor so ein bisschen Windluft. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Wer? Wer denn? Wer hat was mit deiner Tochter angestellt? Der böse Bursche, ich werd ihn umbringen. Ich schwöre, ich werde deine Tochter rächen. Oder so. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Oh no. Noch nicht, ne? Oh nein. Doch schon. Okay, warte. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Seid ihr die Männer? Im Herr, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Okay. Ihr seid, glaube ich, also ich glaube, ihr seid die Armen, die die Arbeit eurer Früchte überreichen. Autschi. Warte, kann ich euch überhaupt drehen? Ah ja. Okay, dann ist das. Überreichen heißt ja, er muss sie angucken. Und warte mal. Hä? Ach so. Warte, die Armen, die Früchte der Arbeit überreichen. Warte mal, was? Warte mal, was? Ist das einfach, Männer sind Frauen? Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen... Ach so. Die Frauen, die beiden. Die Avancen der Männer, alle. Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Ja. Ja. Und du? Du bist auch blind für die Avancen der Männer. Du bist bestimmt dann eigentlich... Ja. Ich dachte, bei Überreichen, die müssen sich ja gegenüberstehen, aber hey. Ich will da noch nicht rein. Ich will da kurz noch nicht rein. Ich bin noch nicht so weit. Das muss man halt auch erstmal wissen. Ich muss die ganzen Dinger abgehen. Aber also, wow. War echt schwer. Wurde beim Nachbarn überreicht. Ach so, ja, natürlich. Entschuldigung. Ach.
Ist das ein Pipi-Stuhl? Ist das ein Pipi-Stuhl? Ich kenne sowas nicht. Ist das so? Also, ist das doch voll eklig. Also, wenn du da drauf sitzt, da hängst du doch in der Suppe drin. Ist das wirklich so? Da hängst du halt nicht meist durch geeignet. Aber da hängst du doch übelst drin. Vielleicht ist das auch für die Periode gedacht, damit die Frauen was zu trinken haben. Vielleicht ist das. Wisst ihr, was ich meine? Also. Eine Aussparung für das enorme Gehänge. Ach so. Ist es jetzt die Stelle? Ich weiß, dass sie im Keller von diesem Haus war, die ich so gehasst habe. Du so groß warst. Einfach für die Lady. Ich glaube nicht, dass sie also da war. Also die ist. Also bisher. Also. Ja, die war auch nicht cool, die Stelle. Hallo? Hallo, wo ist der Schwimmer hin? Hallo, wo ist der Schwimmer hin? Hallo, wo ist der Schwimmer hin? Ja, da ist der Schwimmer hin! Oh, die hat echt mehr Wumms, ne? Alter, hat die mehr Wumms. Nee, mach mal auf wieder. Hä? Was soll denn das hier jetzt also? Was hat der gemacht? Oh. Hab jetzt wieder zurückgebumst. Ich glaube wirklich. Also ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Wenn ich jetzt mein Aim noch ein bisschen verbessern würde, könnten wir legit ein bisschen Muni sparen. Hey, wo ist er dann? Ei, wo ist er dann? Da blubbelt's. Reicht das? Ja, war klar. Da hat's geblubbelt. Ich messer dich auch. Gar keine Frage. Ich habe gar kein Problem damit. Richtig Aim ist für Anfänger. Finde ich halt auch. Also, das macht halt einfach den Schwierigkeitsgrad so leicht. Wo war denn mal? Ihr seid echt viele. Yo! Ich bin beliebt bei den Frauen. Es sind ja alles nur Frauen. Das sind ja die Überreste von den Frauen,
die böse waren. Also zu den Ladies. Deswegen sind alles Frauen. Ja, das, hä, das ist doch das, was in den Blättern gestanden hat. Dass es nur noch die Überreste sind, die durch die Gänge streifen, weil sie ausgeblutet wurden und so. Das sind doch die, oder nicht? Ich habe echt wenig Munition. Aber gut, es sind ja immer so diese Kampfphasen. Und im Messern bin ich auch richtiger Pro geworden, nicht wahr? Na klar. Oh, ich habe eine Kiste zerschossen. wie zerschieße ich immer diese Kackkisten? Naja, gut. Für eine Weinprobe? Da müssten wir ins Weinzimmer. Oh, jetzt kommt aber nicht eine von den Schwestern, oder? Ich fände es gerade richtig blöd, weil ich habe echt viel verschossen. Es gab echt viele Stellen, die böse waren, ne? Aber gut, es ist halt Resident Evil und nicht My Little Pony, ne? Teflon? Nein, ich wollte... Oh Gott. Warte mal, ich... Nein. Konnte nicht... Scheibenkleister.